Hallo Leute, ratet mal, was heute für ein Tag ist. Genau, heute vor einem Jahr habe ich angefangen, meine Lexikon-Videos zu machen. Und um das Ganze ein wenig zu feiern, möchte ich heute mal ein kleines Special-Video machen. Vorher möchte ich euch aber erstmal allen danken, dass ihr immer so viel positives Feedback und konstruktive Kritik da lasst. Macht immer schön weiter so. Aber genug davon. Heute will ich euch mal zeigen, wie man in Pokémon Sets selber bauen kann. Dazu möchte ich zuallererst mal ein wenig auf die allgemeine Theorie vom Setbau eingehen und im Anschluss noch ein paar Beispiele bringen, wie ich auf meine tollen Sets komme. Also erstmal zur allgemeinen Theorie. Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, ein Pokémon-Set zu bauen. Da das Ganze etwas zu viel wäre, jede einzelne Kleinigkeit mit einzubeziehen, beschränke ich mich vorerst mal auf vier Grundrichtungen und ein paar Mischformen. Die erste Richtung, in die wir gehen, ist die Offensive, da diese am einfachsten ist. Das Ziel eines offensiven Pokémon ist es, mit einer hohen Initiative möglichst zuerst anzugreifen und den Gegner nach Möglichkeit mit einem Schlag umzuhauen. Dafür haben offensive Pokémon oft eine große Vielfalt an unterschiedlichen Attacken, um so viele Pokémon wie möglich effektiv treffen zu können. Dabei nehmen sie oft auch keine Rücksicht auf ihre eigenen KP oder die Verteidigung. Offensive Pokémon haben ihre Schwerpunkte in Angriff, Spezialangriff und Initiative. Hierbei müssen nicht zwangsläufig beide Angriffswerte hoch sein. Ein hoher Angriffswert reicht meistens vollkommen aus. Die EV verteilen sich bei den meisten offensiven Pokémon voll in Initiative und wahlweise voll in Angriff oder Spezialangriff. Gelegentlich auch mal teils in Angriff und teils in Spezialangriff, sofern man Mixed Sweeper spielt. Typische Wesen für solche Pokémon sind Froh für physische Sweeper, Scheu für spezielle Sweeper und Hastig oder Naiv für Mixed Sweeper. In einigen Situationen sieht man aber auch Hart oder Mäßig, wenn das Pokémon einen Wahlschall trägt oder die Initiative durch andere Methoden auf einen Wert gesteigert werden, sodass 10% mehr oder weniger nicht mehr wirklich was ausmachen. Ansonsten sieht man bei solchen Pokémon aber eigentlich nur Init plus Wesen, da ein Erstschlag in vielen Situationen wichtiger ist als 10% mehr Schaden. Da ihre Werte meist komplett in der Offensive sind, halten diese Pokémon allerdings nicht sonderlich viel aus. Beliebte Items für offensive Pokémon sind Wahlschall, Wahlglas, Wahlband, Lebenorb, Expertengurt, Typverstärker, Muskelband, Schlauglas, Prunusbeere, Fokusgurt oder Offensivweste. So viel aber erstmal zu den offensiven Pokémon. Wir schauen jetzt einfach mal direkt in die andere Richtung zu den defensiven Pokémon. Ziel eines defensiven Pokémon ist es, so viel wie möglich auszuhalten, um gegnerische Sweeper auszubremsen und so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Defensive Pokémon haben dafür ausgezeichnete Verteidigungswerte und oft auch einen guten KP-Wert. Wie sich die EV bei defensiven Pokémon genau verteilen, hängt wieder davon ab, was man von einem defensiven Pokémon will. In KP wird so gut wie immer investiert, da diese den allgemeinen Bulk des Pokémon unabhängig von den gegnerischen Attacken erhöhen. Den Rest kann man hier auch wieder wahlweise voll in die Verteidigung, voll in die Spezialverteidigung oder aber auch schön auf beide Werte verteilen. Nicht selten ist keiner der drei Werte maximiert und die EV werden einfach gleichmäßig auf KP-Verteidigung oder Spezialverteidigung verteilt. Je nachdem, wie die EV verteilt werden, wird euer Pokémon wahlweise physische Sweeper, spezielle Sweeper oder eben beides ein bisschen abfangen können. Defensive Pokémon benutzen hauptsächlich Statusattacken, um sich wahlweise zu schützen, zu heilen oder dem Gegner einen negativen Statuswert aufzudrücken. Schadensverursachende Angriffe haben sie meist nur ein oder zwei und diese haben meist einen nützlichen Zusatzeffekt, wie zum Beispiel Siedewasser mit einer 30%igen Chance, den Gegner zu verbrennen. Typische Wesen für defensive Pokémon sind kühn, pfiffig, still und sacht. Gelegentlich auch locker und forsch, wenn man beide Angriffswerte benötigt und die Initiative egal ist. Beliebte Items für defensive Pokémon sind Überreste, Beulenhelm, Citrobeere, Mentalkraut oder Prunusbeere. So, genug von den defensiven Pokémon, jetzt gehen wir mal zwischen die beiden zu den Tanks. Tanks sind Pokémon, die sowohl einiges einstecken als auch ordentlich austeilen können. Im Austeilen sind sie meist sogar besser als Sweeper, dafür allerdings weniger bulky als Stoller und auch langsamer als Sweeper. Ziel eines Tanks ist es, 2 bis 3 Attacken einzustecken und den Gegner in der Zwischenzeit eins überzubraten. Die Hauptwerte eines Tanks liegen in KP und Angriff oder Spezialangriff. Mix-Angriffstanks sind eher untypisch, aber dennoch gibt es den ein oder anderen. Tanks unterscheiden sich aber nicht nur in der Art, wie sie angreifen, sondern auch auf welcher Seite sie mehr einstecken können. Das hängt jedoch meist komplett von dem Pokémon selbst ab, da die EV komplett in KP und einem der beiden Angriffswerte verteilt sind und auf den Verteidigungswerten nur die Basiswerte übrig bleiben.
Bei der Attackenwahl gibt es hier oft einen schönen Mix aus Angriffs- und Statusattacken. Bei offensiven Attacken wird hier jedoch nicht so rücksichtslos draufgehauen wie bei einem Sweeper. Attacken wie Flammenblitz oder Nahkampf werden hier generell gemieden, während Attacken wie Ableithieb oder Gigasauber richtig glänzen, da sie neben ihrer Schadenskomponente noch ein wenig Heilung mitbringen. Ansonsten sind Prio-Attacken hier sehr beliebt, um die fehlende Initiative auszugleichen. Bei Statusattacken findet man oft Attacken zum Heilen oder auch solche zum Schützen. Statusattacken sind nicht zwingend notwendig auf Tanks. Es gibt auch Tanks, die einfach stumpf 4 Angriffsattacken spielen und als Wesen hat man hier eigentlich nur hart oder mäßig. Auf diesen findet man dafür oft eine Offensivweste als Item. Andere Items, die gerne auf Tanks zu finden sind, wären Überreste, Expertengurt, Typverstärker, Muskelbahn, Schlauglas, Großwurzel oder Zitrubeere. So, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wohin wir mit der letzten Richtung gehen. Sie sind nicht allzu häufig gesehen und gern vergessen oder mit etwas anderem verwechselt. Aber hier haben wir noch unsere Erneuer. Das Ziel eines Erneuers ist es, wie man vielleicht am Namen erahnen kann, den Gegner richtig auf die Nerven zu gehen. Und das auf eine andere Art als Stalker. Erneuer sind nämlich im Gegensatz zu Stalkern recht schnell und halten meist trotzdem etwas aus. Ihre Hauptwerte sind KP und Initiative. Im Moveset solcher Pokémon findet man hauptsächlich nervige Statusattacken wie Konfusstrahl, Pilzspore, Irrlicht, Zoxin, Donnerwelle und noch vieles mehr. Da sie anders als Stalker recht schnell sind und durchaus mal den ein oder anderen Sweeper outspeeden können, sind sie in der Lage, diese komplett mit solchen Statusattacken auszubremsen. Da sie nebenbei wenig was aushalten, überleben sie oft auch einen Hit für den Fall, dass der Sweeper schneller ist. Gegen Stalker finden sich hier oft Attacken wie Zugabe und Verhöhner. Da sie selbst nicht sonderlich viel Schaden machen, beherrschen sie meist auch Attacken wie Kehrtwende oder Voltwechsel, um nach getaner Arbeit einen Sweeper sicher ins Spiel bringen zu können, da der Gegner meist nach einer Aktion eines Erneuers zum Wechseln gezwungen ist. Eine nützliche Fähigkeit bei vielen Erneuern ist Strolch, da sie so auf ihre Statusattacken Prio bekommen und nicht mal Initiative EV bräuchten. Itemtechnisch sieht man bei Erneuern alles, was man auch bei defensiven Pokémon sieht. Das wären jetzt im Groben alle 4 Grundrichtungen, die man bei einem Pokémon einschlagen kann. Jedoch haben wir damit noch längst nicht alles abgedeckt. In der Grafik seht ihr hier schon, dass es Verbindungslinien zwischen den einzelnen Richtungen gibt. Auf diese möchte ich auch noch eingehen. Wir fangen einmal mit dem an, was zwischen Offensiv und Tank ist. Dort halten sich nämlich die sogenannten offensiven Setup-Sweeper auf. Offensive Setup-Sweeper sind Pokémon, welche sich wahlweise mit Drachentanz, Falterreigen, Schwertanz, Agilität oder Ränkeschmied oder anderen Statusattacken boosten, um wahlweise einen fehlenden Wert zu pushen oder einen bereits starken Wert noch weiter zu stärken. Nach dem Setup-Move finden sich bei diesem Pokémon im Normalfall noch 3 Angriffsattacken, die sich gut covern. Ziel solcher Setup-Sweeper ist es, nach einem Boost komplett durchs gegnerische Team fegen zu können. Daher kommen diese Pokémon meist auch recht spät in den Kampf, da ihr Setup meistens nur einmal funktioniert und man sie anschließend nicht mehr auswechseln möchte. Dieser vermeintliche Nachteil wird jedoch dadurch ausgeglichen, dass der Gegner oft Mühe hat, so ein geboostetes Pokémon wieder loszuwerden, ohne dass ihm das halbe Team zerfetzt wird. Beliebte Items für offensive Setups wie wir sind Expertengurt, Muskelband, Schlauglas, Fokusgurt oder Prunusbeere. Machen wir einmal einen kleinen Sprung nach unten und gehen zwischen Tank und Defensive. Hier finden sich die defensiven Setup-Sweeper. Diese Pokémon zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie defensiv gebaut sind und sich mit Attacken wie Protzer oder Gedankengut boosten können. Dazu kommt immer 1 bis 2 Heilattacken und eine Attacke zum Angreifen. Die EV verteilen sich hier in KP und dem nicht geboosteten Verteidigungswert, sprich KP und Verteidigung für Gedankengut-Setup und KP und Spezialverteidigung für Protzer-Setup. Für solche Sets sind Fähigkeiten wie Magieschild oder Magiespiegel enorm vorteilhaft, da diese von Attacken wie Toxin unberührt bleiben, was solche Sets sonst kalt stellt, sofern es keine Sleeptalker-Sets sind. Nach 2 bis 3 Mal Boosten sind Pokémon aber generell so stark, dass sie es mit dem gesamten gegnerischen Team aufnehmen können. Dadurch, dass sie sich immer wieder hochheilen können, kommen sie generell auch dazu, sich häufiger zu boosten als die offensiven Setup-Sweeper. Beliebte Items sind Überreste, Prunusbeere, Zitrubeere und Mentalkraut.
Als nächstes geht's zwischen Defensiv und Erneuer. An dieser Stelle möchte ich auch gleich mal anmerken, dass es eigentlich so gut wie keine reinen Erneuer mehr gibt. Die meisten Pokémon sind nämlich wahlweise ein bisschen in die Offensive oder ein bisschen in die Defensive gebaut, um mehrere Rollen gleichzeitig erfüllen zu können. Hier haben wir erstmal die Rolle des Defensivsupporters. Defensivsupporter machen fast dasselbe wie Erneuer, nur dass sie eben nicht schnell, sondern dafür umso bulkiger gebaut sind. Sie tanken den Schaden weg, nerven den Gegner anschließend mit Statusattacken. Oftmals haben sie zusätzliche Attacken oder Fähigkeiten, die das ganze Team supporten können. Zwischen Erneuer und Offensiv haben wir zum Schluss noch die offensiven Supporter. Das sind Pokémon, die im Prinzip wie ein Sweeper gebaut sind, jedoch ein oder zwei Statusattacken beherrschen, die das Team unterstützen oder den Gegner ausbremsen können. Ein gutes Beispiel hierfür ist Kapilz, welches prinzipiell offensiv gebaut ist, jedoch auch Attacken wie Pilzspore nutzt. Primäre Aufgabe von Offensivsupporter bleibt allerdings immer noch das Draufhauen. Sie tauschen lediglich Coverage gegen Utility. So, damit wären wir schon am Ende von unserem etwas länger geratenen Exkurs durch die Theorie des Setbaus. Das Ganze hat natürlich noch wesentlich größere Ausmaße und ich könnte hier noch stundenlang weiterreden, das würde jedoch den Rahmen dieses Videos sprengen und ich belasse es daher jetzt erstmal auf diesem Grundschema. Wichtig ist jetzt, dass ihr nun wisst, wie man ein Pokémon generell bauen kann. Das Ganze funktioniert im Übrigen auch nur, wenn sowohl der Movepool als auch die Statuswerte etwas dafür hergeben. Man kann zum Beispiel schlecht ein defensives Tohaido bauen, da es weder anständige Def-Werte noch nennenswerte Attacke für ein derartiges Set hat. Ihr müsst also immer abwägen, was man aus einem Pokémon rausholen kann. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich bei meinen exotischen Sets vorgehe, anhand von einigen Beispielen. Zuerst möchte ich mal mein Vorgehen an einem Pokémon zeigen, was normal niemand spielen würde. Hierfür nehme ich jetzt einfach mal Lanturn zur Hand. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich dieses Pokémon noch nie zuvor wirklich angesehen habe. Das erste, was ich mir immer anschaue, sind die Fähigkeiten. Das wären hier Voltabsorber, Erleuchtung und H2O-Absorber. Erstere und letztere sind für mich hier schon mal interessant, da ich aus beiden eine Immunität gegen einen Typen ziehen kann. Das speichern wir jetzt erstmal ab, aber bevor wir uns hier auf etwas festlegen, werfen wir mal einen Blick auf die Basiswerte. Hier sehen wir einen exzellenten KP-Wert. Die Spezialwerte sind knapp unterm Durchschnitt, die Initiative ist so lala, Angriff und Verteidigung sind eher mau. Insgesamt nicht die besten Aussichten, aber wir haben hier schon mal einen Hinweis, dass wir hier eher nach speziellen als nach physischen Attacken Ausschau halten sollten. Ansonsten haben wir hier durch den enormen KP-Wert schon eher das Potenzial für ein Tanky oder ein defensives Set. Als nächstes schauen wir zu den Attacken. Hier notiere ich mir jetzt einmal alles, was interessant sein könnte. Da wir Lanturn eher für Richtung Tanky und Defensiv gehen, also alle speziellen Schadensattacken, Tech-Moves, also sprich Attacken mit Zusatzeffekten und nützliche Statusattacken. Hier also Donnerwelle, Konfustrahl, Horta, Ampelleuchte, Ladungsstoß, Hydropumpe, Toxin, Eisstrahl, Regentanz, Donnerblitz, Donner, Siedewasser, Ladestrahl, Voltwechsel, Erholung plus Schlafrede, Zauberschein, Surfer, Agilität, Amnesie, Vitalglocke. Ich sehe jetzt an dieser Stelle schon wieder viele Möglichkeiten, sowohl offensiv als auch tanky als auch ein Def-Support-Set zu basteln. Offensiv bringt bei 76 Spezialangriffen jedoch nicht allzu viel. Schauen wir lieber mal, was wir in Richtung Tanky zusammenkriegen, da wir mit Ausnahme von Erholung und Schlafrede allerdings keine wirkliche Möglichkeit zum Heilen haben und ich bei iTankset weniger Support-Attacken brauche, können wir genauso gut nur Angriffsattacken spielen und eine Offensivweste draufpacken. Bei der Fähigkeit macht Voltabsorber mehr Sinn, da es gegen Wasser sowieso eine Resistenz hat und Elektro es andernfalls neutral treffen würde. Als Wesen nehmen wir also mäßig mit maximierten Spezialangriff EV, weil wir so viel Schaden wie möglich machen wollen. Die restlichen EV können wir jetzt wahlweise in KP oder Verteidigung packen. Hier in diesem Fall ist der KP-Wert so gewaltig, dass es nur 16% mehr allgemeinen Bulk ausmacht, wenn man die KP maximiert. In der Verteidigung hingegen hat man 41% mehr Bulk gegen physische Attacken durch die EV. Also halte ich es an dieser Stelle für sinnvoller, tief in die Verteidigung zu investieren als in die KP. So. Die EV sind verteilt, jetzt brauchen wir nur noch ein paar gute Attacken zum Draufhauen. Zuerst die Step-Attacken. Bei Wasser haben wir Hydropumpe, Surfer und Siedewasser. Da wir hier auf der Tanky-Schiene fahren, ist Siedewasser mit seiner 30% Burn-Chance die beste Option, gerade weil die physische Def immer noch schwächer ist als die spezielle. Bei Elektro haben wir Donnerblitz, Ladungsstoß und Voltwechsel.
Donnerblitz macht den meisten Schaden, aber Ladungsschuss hat dafür eine 30%ige Chance, den Gegner zu paralysieren, was Ladungsschuss Geschwindigkeit gut ausgleicht. Voltwechsel ist eine nette Attacke, um andere Pokémon sicher reinzubringen, allerdings finde ich hier Ladungsstoß als die sinnvollste Attacke. Jetzt brauchen wir nur noch Coverage. Da wir Elektro schon als Step haben, eignet sich als Coverage nichts besser als Eis, daher hat Heißstrahl hier schon mal eine Freikarte. Bei der letzten Attacke hat man die Wahl zwischen Ampelleuchte und Zauberschein. Ampelleuchte trifft Pflanze, Unlicht und Psycho effektiv. Zauberschein trifft Drache, Kampf und Unlicht. Drache und Pflanze sind hierbei durch Eisstrahl schon effektiv abgedeckt. Unlicht treffen beide, also muss man sich entscheiden, ob man lieber gegen Psycho oder gegen Kampf covert. Ich habe mich in meinem Set für die Ampelleuchte entschieden. Aber das ist jetzt sowieso Geschmackssache. Wie auch immer man sich entscheidet, wir haben jetzt ein fertiges Lanturn-Set. Wir könnten aber auch noch mehr aus Lanturn rausholen. In seinem Movepool war auch Potenzial für einen defensiven Supporter. Hierfür können wir keine Offensivweste benutzen, da wir auf Statusattacken zurückgreifen müssen. Also nehmen wir als Item am besten Überreste. Da wir vorhin schon festgestellt haben, dass es kaum etwas bringt, EV in die KP zu stecken, verteilen wir die EV einfach komplett in beide Verteidigungswerte. Dazu ein kühnes Wesen, um die Verteidigung zu pushen. Weil wir mit diesem Lanturn vor allem Sweeper ausbremsen wollen, brauchen wir Attacken, die einen Sweep stoppen. Donnerwelle und Konfusstrahl bieten sich hier perfekt an. Donnerwelle sorgt dafür, dass der Gegner langsam wird und somit auch von einem Tank rausgenommen werden kann. Konfusstrahl ist immer eine nützliche Attacke, da der Gegner bei Verwirrung oft nicht mal drin bleiben will. Jetzt brauchen wir aber noch Attacken zum Draufhauen. Siedewasser bietet sich hier abermals an. Wir können den Gegner zwar nur einen Statuseffekt draufhauen, allerdings kann man damit auch gerne mal ein reinswitchendes Pokémon mit einem Siedewasserburn begrüßen, wenn man ein wenig Glück hat. Als letzte Attacke nimmt man einfach Voltwechsel, damit wir andere Pokémon sicher über Lanturn reinwechseln können. Dieses Lanturn habe ich bereits einmal getestet und es hat seinen Job mehr als zufriedenstellend erfüllt. Ich war sehr positiv überrascht, wie gut dieses Set funktioniert. Aber jetzt mal genug von Lanturn. Kommen wir mal zu etwas richtigen Exotischen. Nämlich einem Pokémon, das eigentlich jeder spielt, aber anders gebaut ist, als der Gegner es erwarten würde. Hierbei nutze ich immer aus, dass meine Gegner von gewissen Pokémon einfach eine gewisse Erwartung haben, wie deren EV-Verteilung und Moveset aussieht, und sie damit etwas zu überraschen, mit dem sie nie gerechnet hätte. Ich nehme hier als Beispiel einfach mal mein speziell defensives Lucario. Ich werde bei diesem Set nicht mehr so sehr ins Detail gehen wie bei Lanturn. Ich habe mich einmal aus Langeweile gefragt, ob es möglich wäre, ein Lucario defensiv zu spielen. Nachdem ich mehrmals nicht wirklich auf ein Ergebnis gekommen bin, weil der Movepool es einfach nicht hergeben wollte, habe ich es dennoch geschafft, ein funktionierendes Lucario-Set, bei dem die EV in KP und Spezialverteidigung maximiert sind, zu erstellen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass dieses Set nicht ohne Support funktioniert. Die Idee für dieses Set ist mir nämlich erst gekommen, nachdem ich mein Baiten per Serapendra, welches ich ganz nebenbei in meiner 29. Lexikon-Folge vorgestellt habe, entworfen habe. Dadurch war es mir nämlich möglich, Angriff, Verteidigung und Initiative auf ein Pokémon zu passen. Da ich nur einen Angriffswert brauchte, musste ich also nur noch dafür sorgen, dass ich viele KP und eine gute Spezialverteidigung hatte, was ich mit entsprechender EV-Verteidigung und einer Offensivweste gemacht habe. Mein Serapendra kriegt im Durchschnitt plus 4 Init, plus 2 Angriff und plus 2 Verteidigung durch, bevor es passt. Das gibt meinem Lucario genug Power, um das gegnerische Team auseinanderzunehmen und kann nebenbei so enorm viel einstecken. Ich habe mal nachgerechnet und es überlebt mit 70%iger Wahrscheinlichkeit einen Flammenwurf von einem scheuen Megaglurak Y in der Sonne. Und das, obwohl die Attacke sehr effektiv ist, möchte ich hier mal anmerken. Durch die Weste konnte ich jetzt sowieso nur noch auf Angriffsattacken zurückgreifen und weil ich irgendetwas zum Heilen gebraucht habe, war Ableitheben hier meine erste Wahl. Eishieb ist eine super Coverage für Kampf. Donnerschlag ist als dritte Attacke eine super Option, um Megaglurak Y aus dem Kampf zu nehmen und Feuerfeger ist zum Schluss noch eine Attacke, mit der niemand wirklich rechnet. Letztere Attacke ist vor allem hauptsächlich dazu da, um Xerox einen Denkzettel zu passen, da diese normalerweise keine Feuerattacke von Lucario erwarten würden. Ein Xerox kriegt man übrigens auch ohne Boosts mit einem Feuerfeger über die Bretter geschickt. So, davon mal abgesehen funktioniert dieses Lucario, nachdem es seine Boost von Serapendra bekommen hat, erstaunlich gut. Gerade weil meine Gegner, nachdem sie wissen, dass ein plus 2 Verteidigungsboost drauf ist, versuchen es speziell umzuklatschen, nur um dann festzustellen, dass der Gute auf der speziellen Seite immer noch mehr aushält als auf der physischen.
Ihr wollt gar nicht wissen, wie ihr einen Gegner mit sowas aus dem Konzept bringen könnt. Dieses Lucario hat es schon öfter geschafft, das gesamte Gegnerteam auseinanderzunehmen. Aber an dieser Stelle möchte ich auch schon so langsam mal zum Ende kommen. Das Video hier ist sowieso schon viel zu lange und ich hoffe, ich konnte euch dennoch mal einen kleinen Einblick in den Setbau von Pokémon geben. So, jetzt sind wir am Ende von diesem Special-Video angekommen. Ab nächster Woche geht das Lexikon übrigens auch ganz normal weiter. Das Format werde ich auch beibehalten, also da keine Sorge deswegen. Und ja, ich würde mal sagen, auf ein weiteres Jahr im Lexikon. Bis dahin, macht's gut!